Willkommen zusammen zu dieser Abschleppfahrt. Wir schleppen einen RE ab, stehen hier gerade auf der Main-Spessart-Bahn, sind in der Baureihe 363 unterwegs und machen uns mal abfahrbereit. Hier stehen wir in unserer 363 in Ozean. Ne, ist das Ozean blau-beige? Ne, das ist einfach nur blau. Das ist so ein blau-weiß, aber das ist kein beige. Genau. Hier vorne noch eine 155. So, zum Szenario alles weitere gleich. Wir gucken, dass wir die Lok aufgerüstet bekommen. So, einmal den Umschalter. Fahrtrichtungswender können wir noch nicht in Vorwärtsstellung packen. Was fehlt uns denn noch? Ist hier irgendwas? Makrofon, Sand, entkuppeln. Zugbremse, neutrale Position. Direkte Bremse, okay. So, ich glaube, wir müssen erstmal hier noch an das Fahrpult ran. Also, Treibstoffpumpe ist an, Motorstart, Motorstopp. Netzschalter an. Führerstandsbeleuchtung. Ah, können wir, glaube ich, auslassen. Motorraumbeleuchtung machen wir an. Signallicht vorne oben an. Vorne links an. Vorne rechts an. Hinten rechts. Hätte ich gerne rot. Na, dann lassen wir es aus. Vorbeuleuchten an. Weil warum nicht? Instrumentenbeleuchtung an. Motorlicht an. So, Motorstopp brauchen wir nicht. Motorstart, ja, ist schon an. Das sind die Scheibenwischer. PZB-Einrichtung. Generalschlüssel. Ja, hätte man vielleicht zuerst machen sollen, ne? Smart. Fahrtrichtungswender Vorwärtsstellung. Hat es geklappt? Jawohl, wir sind in Vorwärtsfahrt. Müssen wir überhaupt in die Richtung? Ja, müssen wir. PZB ist noch aus. Wo war denn hier noch gleich die PZB? Das war hier, glaube ich. PZB an. Untere Zugart, ja. Können wir irgendwo die Zugart wechseln? Bestimmt. Aber wo? Ich würde eigentlich, glaube ich, in der oberen Zugart fahren, weil wir jetzt erstmal nur die Lok sind, aber. Gut. Können wir die Sitzhöhe verstellen? Nein, können wir leider nicht. Können wir das echt nicht? Als ob. Das ist doch eher eine neue. Ja, gut, vielleicht lässt sich halt die Sitzhöhe in Realität einfach nicht verstellen. Das kann ja gut sein. So, lösen. Lösen. Und Leistung erhöhen. So, wir sollten mal nicht schneller als 40 werden. Ist die SIFA an? Weiß ich gar nicht. Jeder Kollege nach 185 oder die Kollegin in der 155 natürlich. So, können wir noch ein bisschen Leistung mit dazu. So, dann können wir uns befreien. Ah, da vorne ist eine Beeinflussung voraus.
ist ein bisschen. Entschuldigung. Ist ein bisschen schwer, so zu fahren, ohne HUD, und aber nicht die Geschwindigkeit im Blick zu behalten, weil hier vorne ja die Geschwindigkeitsanzeige ist. Das ist immer ein bisschen kompliziert. So, wir drücken hier PZB wachsam. Beziehungsweise Indusi wachsam. Wir fahren mal mit ja, maximal 40 weiter. Ups. Ich habe versehen Motorstart gedrückt. Okay, die SIFA ist glaube ich nicht an. Na, ich wollte eigentlich mit 40 weiterfahren. Und auch hier weiterhin Fahrt mit 40. So, also zum Szenario. Das Szenario ist von Tom Fresco. Mal wieder ein Szenario von ihm. Der Name verspricht Qualität, das wissen wir mittlerweile. Und bisher ist das schon mal ganz cool hier. Bin natürlich sehr gespannt, was uns da noch so entgegenkommt heute an Rollmaterial. Also, bei diesem Szenario geht es darum, wir fahren runter nach Laufach und werden dort an einen Dosto ankuppeln. Simulationsbedingt können wir das allerdings nicht, glaube ich, nicht wirklich machen, aber man kann es sich praktisch vorstellen. So, ich glaube, wir können uns dann hier befreien. Genau, also in Teil 1 geht es darum, wir fahren bis nach Laufach und dort werden wir dann den Dosto oder die Dostos praktisch finden und uns da dran wagen. Und in Teil 2 geht es darum, dass wir dann mit diesen Dostos zusammen wieder runter nach Aschaffenburg oder hoch nach Aschaffenburg fahren und dort einen Abschleppdienst vollbringen. So, VMAX ist 60 mit der Lok. Müsste es auch irgendwo noch stehen. Es geht hier ein bisschen bergauf, deshalb brauchen wir mehr Leistung. Und da kommt uns 112, glaube ich, entgegen. Könnte auch nur 143 gewesen sein. Kurzer kleiner Güterzug. V6.
Feuerlöscher. Was ich mich frage, ist, ob Quellwassertemperatur und Getriebeöltemperatur in irgendeiner Form tatsächlich dynamische Anzeigen sind. Oder ob das im Grunde genommen einfach nur statisch ist. Ich glaube, die sind tatsächlich statisch. Ich glaube, die Anzeige hier auch. Das ist, glaube ich, auch fürs Kühlwasser. Also ich muss sagen, ich bin jetzt bisher nicht so oft die 363 gefahren. Eigentlich relativ selten sogar. Können wir auf jeden Fall nochmal auf Dresden-Riesa machen. Es macht schon echt Spaß, hier drin zu sitzen. Der Sound ist gut, die Funktionalität ist, dieser Lok ist sehr, sehr special. Ihr wisst ja, ich bin nicht so ein Fan vom Rangieren, aber ganz ehrlich, das hier macht wiederum voll Bock auf die noch kommende Foslo G6 von Trains in Germany. Ist ja auch eine kleine süße Rangierlok. Etwas moderner als hier unsere V60. Aber wenn das auch so viel Spaß macht wie jetzt hier, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr. Schön. Stellen wir uns mal hier hin. Ich glaube, wir sind viel zu weit nach vorne. Die Lok ist doch ein bisschen zu langsam. Ah doch, da ist er. Schön. So, Beeinflussung voraus. Da drücken wir jetzt wieder auf PZP wachsam. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Geschwindigkeit voraussignalisiert wird. Es könnte 60 sein, es könnte aber auch, glaube ich, 40 sein. Wir nehmen mal lieber die 40. Lassen wir mal ein bisschen runter. Lassen wir uns einfach ausrollen. Geht ja eh gerade bergauf. Und wir haben Halt zu erwarten, denn wir sind auch gleich schon in Laufach. Das ging doch relativ flott eigentlich.
Auch hier PZB wachsam. Und welche Geschwindigkeit? Ah, 60. Ja, gut, hätten wir gar nicht mal so sehr auf 40 runterbremsen müssen. Das Szenario hat auf jeden Fall bisher schon echt viel Spaß gemacht, hier mit der V60 mal auf meinen Spessart rumzufahren. Nein, nicht volle Leistung. Der Link zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung. Das kennt ihr ja. Lasst auf jeden Fall mal dem Tom Fresco einen Daumen hoch da. Wer es nachspielen möchte, gerne im Railsim Forum. Das ist auf jeden Fall Teil 1 des Szenarios. Falls ihr interessiert seid an Teil 2, wird das auch noch dann irgendwann kommen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir noch an die Dostos rankommen. Da sind sie, oder? Nee, das ist ein Kollege. Glaube ich. Keine Ahnung. Mal gucken. Könnte auch der liegen gebliebene Kollege sein. Oh, was haben wir denn da? Eine ÖBB 1016 oder 1116. Sehr schön. Welche Lok ist das denn? Welches Repaint? Ah, ich glaube, das ist das Eurovision Repaint, ne? Ja, Tatsache. Sehr, sehr schön. Ist tatsächlich eins von Tom Fresco. So, das hier links ist unser Zug. Im nächsten Szenario werden wir dann praktisch am Zug angekuppelt sein. Szenariobedingt lässt sich das, oder simulatorbedingt lässt sich das nicht anders darstellen. So, dann bremsen wir mal langsam rein. Soviel zum Thema langsam. Gut. Kurzes, kleines, knackiges Szenario. Und in der nächsten Fahrt, sofern ihr da Bock drauf habt, ich habe da auf jeden Fall Lust drauf, fahren wir dann wieder zurück von Laufach nach Aschaffenburg, wo wir, glaube ich, gestartet sind. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.